Grüßt euch, meine lieben Pfeifenfreunde. Was gibt Schöneres, wenn man Feierabend hat und man qualmt sich ein schönes Pfeifchen? So, dann machen wir erst einmal ein schönes Pfeifchen fertig. Das ist eins meiner Lieblingspfeifen. Schön zusammengesteckt. Oder wenn es ist, kann man es auch schön klein machen. Diese drei Teile irgendwo einstecken und rauchen. Also die ist echt super, die Pfeife. Tarock. Tarock, weiß ich, muss man die Pfeife mal gießen. Der ist auch leider schon verstorben. Tarock, irgendwie Tarock, keine Ahnung mehr. Die Pfeife habe ich schon so lange. Aber ich rauche die sehr gerne, weil die wirklich schön zusammengebaut ist und lässt sich auch super gut rauchen. Mit meinen neuen schönen Pfeifen. Tabaktasche, was ich da habe. Da ist der Hansa Grill drin. Drinnen, Hansa Grill. Den hatte ich ja schon mal vorgestellt, den Tabak plus Pfeifentasche. Und wie gesagt, da gibt es doch nichts Schöneres, wenn man Feierabend hat und dann sich eine Pfeife qualmt. Heute stelle ich mal keine Pfeife vor. Stopfen wir uns mal das schön, dieser schöne leichte Tabak. Noch was riecht der? Ach, keine Ahnung, was der riecht. Ich bin da auch nicht so, auch wenn ich einen Weintrinker, in die Weintrinker immer sagen, was die alles da rausschmecken und rausdingen. Nee. Was weiß ich, habe ich da keinen Geschmack dafür, keine Ahnung. So, schon ist das Pfeifchen schön gestopft. Wie gesagt, schönes Feierabendpfeifchen. Ganz leicht nachdrücken. Ist ja der berühmte Vatertag. Aber da habe ich nichts mehr am Hut. Da trinken wir lieber. Schön zu Hause habe ich Bier. Und da fühle ich mich wohler. Badele. Pfeifchen gestopft. Der ist echt nicht schlecht, der Tabak, den kann ich nur in jedem Pfeifenneuling oder ja, Pfeifenneuling, wo eine Pfeife raucht, empfehlen. Du musst das Buch mal so hinrichten, wie ich das brauche, weil da ist so eine kleine Kerbe da drin. Und den kann ich wirklich in jedem Neuling da empfehlen, weil der lässt sich wirklich so brauchen. Das sag ich mal jetzt. So, jetzt glaube ich, habe ich es endlich. Jetzt habe ich schon 50 Mal übersagt. Und dazu muss ich noch weiter einschenken. Dazu ein schönes dunkles Bier. Schaut euch einmal das an. Was will man mehr? Prosit. Auf den morgigen Vatertag. Ich wünsche euch alles Gute.
lasst es krachen, ich mag es nicht mehr, mir ist das schon zu blöde. Und ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Albert und viel Spaß für morgen. Für euch.